Moin, ich bin dann der Prof von Luxemburgisch with Anne. Now in this new lesson you will learn 10 adjectives which will help you to better describe the world around you or your everyday life in Luxemburgisch. These 10 adjectives are not usual adjectives. They are adjectives I call extreme adjectives. That means instead of always saying very, so very nice, very beautiful, very bad, you will learn to replace this very pleasant adjective by one adjective. For example, instead of always saying ganz schlecht or ganz schön, you will learn one adjective. So, bist du bereit? Dann lass! But before we start with this lesson, you will have to know what the adjective ending rule is. Now, if you have never heard about this rule, or if you don't remember this adjective ending rule, you can read a lesson on my blog about this topic. I have put the link in the description below this video. So before I told you that you can replace ganz schlecht. So ganz schlecht, this means very bad. You often say wir da as ganz schlecht, but you can replace it by this adjective, eklig. Lauschte an, wiederhol. Listen and repeat, eklig. Now, do you hear the stress is on the first syllable, eklig, eklig. Let's have some sentences. Wir da as eklig. Or children, we often say, Diersen an der Kantin as eklig. Gießen an der Kantin als eklig. Or for example, when something smells very bad, you can say, the case als eklig. Oder Fisch riecht eklig. Okay, great. Next one is wunderschön. So this is the contrary of eklig. Wunderschön. Wunderschön. Let's have some sentences. Du als wunderschön. Du as wunderschön. Oh, mir hatte wunderschön wieder an der Vakanz. Mir hatte wunderschön wieder an der Vakanz. Here we have to apply the adjective ending rule. Or for example, if you have a wonderful cat, you will say, es schon ein wunderschön Katz. Es schon ein wunderschön Katz. Now, if something is very, 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 very hot, you will use the adjective glitters. Lauschte an, wiederhol. Glitters. Glitters. Zum Beispiel, pass up, top as glitters. Pass up, top as glitters. Oder, the Sand as glitters. The Sand as glitters. Think being on the beach and the sand is really very, very, very hot. The contrary of glitters as, maybe you have heard this one, eiskal. Lauschte an, wiederhol. Eiskal. Eiskal, zum Beispiel, das eiskal du bausen. Das eiskal du bausen. And here you notice that we won't say ut as, we say das. Das eiskal du bausen. Oder, it bläst an eiskale Wand. It bläst an eiskale Wand. Let's move on with the next one. This is immense. Immense. Zum Beispiel, hat du dein immens Geduld. Hat du dein immens Geduld. Oder, hat du ein immens Residenz gebaut. Heiget ein immens Residenz gebaut. So that was ganz groß. So you see, instead of saying ganz groß, you can say immens. The next adjective is fantastisch. Fantastisch. Zum Beispiel, that war a fantastische Konzert. That war a fantastische Konzert. Oder, mein Boma kann fantastisch kochen. Mein Boma kann fantastisch kochen. Gut.
Das nächste Adjektiv als begeistert. So begeistert. So instead of saying ganz froh, you can say begeistert. Zum Beispiel, ich bin begeistert von meiner neuen Arbeit. Ich bin begeistert von meiner neuen Arbeit. Oder mein Jung ist begeistert von seinem Schulmeister. Mein Jung ist begeistert von seinem neuen, von seinem Schulmeister. Nächstes Adjektiv ist impeccable. Impeccable. Lauschte auch wiederholen. Impeccable. Zum Beispiel, die Repräsentation war impeccable. Zum Beispiel, Theaterrepräsentation war impeccable. Oder, mein Durchstar ist immer impeccable ugedoen. Und das stimmt. Mein Durchstar ist immer impeccable ugedoen. Next Adjektiv ist gruselig. No, lauscht da auf wiederholen. Gruselig. Gruselig. So instead of saying ganz allen, you can say gruselig. Zum Beispiel, ich schon ein gruselig Accident auf der Autobahn gesehen. Ich schon ein gruselig Accident gesehen. Oder, wie kann ein Mensch so gruselig schon undoen? Wie kann ein Mensch so gruselig schon undoen? Also könnt ein letztes Adjektiv, das blöd. Lauscht auch wiederholt, blöd. Blöd. So instead of saying ganz dumm, you can say blöd. Das Spiel ist blöd. Das Spiel ist blöd. Or here in the sense of when something is annoying, you can say, du kannst ja aus aufgesucht, da das blöd. Du kannst ja aus aufgesucht, da das blöd. So, lo hast du 10 interessante Adjektive gelehrt. So now you have learned 10 interesting adjectives to use. So use them instead of always saying ganz. Now, you can read and download the full transcript of this lesson with English translation on my blog. You will find the link in the description below this video. Und hallo, also Zeit für Übung. Und ich schon heute 2 Übungen. So I have today 2 exercises. You have learned now some new extreme adjectives, and let's test what you know and try to lock them into your memory. So this first exercise will be in the form of flashcards. So I will give you a short definition in Luxembourgish, and you will have to find the correct adjectives. So one of those you have learned today, of course. Prêt? Good. So, etwas ist ganz warm. Was ist das Synonym für ganz warm? Hopefully you found glitterisch. Remember, pass auf, zop ist glitterisch. Nächste. Ganz groß, enorm. Ja, das ist immens, immens. Nächste. Perfekt. Wenn etwas perfekt ist, ja, dann ist das impeccabel. Theaterrepräsentation war impeccabel. Next. Card. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Remember, instead of saying wieder als ganz schlecht, wieder als eklig. Eklig. Am letzten. Enthusiastisch oder ganz froh, wenn ihn enthusiastisch ist, dann sehen, begeistert, begeistert. Now, did you get them all? I hope so. An lockend Übung Nummer 2. Voilà. So, this time I will give you the sentence and I want you to complete the sentence with the correct adjective, one of those you have just learned. I won't give you the answer. I want you to put your answer in the comments below this video and get my feedback. So, that's it. Pass auf den Tee aus.
2. Das Bild aus Satz 3. Ich kann den Hochzirun nicht trinken. Ich mag... Vergiss nicht, den Antwort in den Kommentaren zu schreiben. Now that's the way I teach in my online courses. So by listening and repeating. And not only repeating passively in your head, but repeating aloud. This will help you to improve your listening skills, your pronunciation skills, and as well to lock the vocabulary in your memory. So check this out. You will find the link in the description below. Merci für